Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview mit Alice Weidel beim ZDF. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Alice Weidel, schönen guten Tag nach Wiesbaden. Wir haben die Ergebnisse gesehen. Die AfD ist der große Gewinner des heutigen Wahlabends. Gewinne in Hessen, deutliche Gewinne auch in Bayern. Wie deuten Sie den Abend aus für sich? Guten Abend, Frau Schaußen. Ja, das ist natürlich sehr interessant zu sehen, wie sich die Ergebnisse hier zusammensetzen. Ja, wir haben hier klar gewonnen. Das sind Rekordwerte für unsere Partei, für die Alternative für Deutschland in Bayern und in Hessen. Und die Ergebnisse setzen sich natürlich zusammen, vor allen Dingen unseres, dass wir über die Jahre immer mehr Menschen von unserer freiheitlichen Politik überzeugen konnten. Punkt eins. Punkt zwei, kommt hier ein Sondereffekt dazu, dass das natürlich eine Denkzettelwahl für die Ampelregierung gewesen ist, die ja auch eine Politik betreibt, gegen die eigene Bevölkerung eine Verbotspolitik fährt, zum Nachteil der Steuerzahler, der Arbeitnehmer und der Menschen, die in diesem Land leben. Sie sagen, Frau Weil, ein Denkzettel für die Ampel. Was macht die AfD jetzt mit dieser Stärke? Werden Sie sich in Hessen Herrn Rhein, in Bayern Herrn Söder anbieten, um mitzuregieren? Wir bieten uns natürlich an, aber die CDU hat sich eine wichtige strategische Option ja verbaut durch die Brandmauer. Die Brandmauer besagt, dass man Millionen von Wählern von vornherein ausschließt an einer Regierungsbeteiligung. Und ich sehe nicht, dass in Hessen oder in Bayern die CDU jetzt auf die AfD zukommt, um über eine Regierungsbeteiligung zu sprechen. Das wird realistischerweise nicht passieren. Ich werde Ihnen aber prophezeien, dadurch, dass wir stärkste Kraft in Ostdeutschland sind, wird man im nächsten Jahr, wenn wir drei Landtagswahlen in Ostdeutschland haben, nicht mehr an uns vorbeikommen. Und man muss die AfD bei der Regierungsbeteiligung mit einbeziehen. Ja, die Stimmung in diesem Wahlkampf, Frau Weidel, lassen Sie mich darauf noch mal kurz kommen, weil es alle beschäftigt hat, die war ja aufgepeitscht. Es gab Mitte, Ende September auch eine Sicherheitswarnung an Sie, was inakzeptabel ist, dass Politiker da gefährdet sind. Mit Sicherheitsbedenken wurde dann ja auch die Absage eines Wahlkampftermins Anfang Oktober in Bayern begründet. Da war von einem Safe House die Rede. Ich muss noch mal fragen, Ihnen wird nämlich aus Ihren eigenen Reihen, aus der AfD, jetzt vorgeworfen, Sie hätten hier eine anhaltende Bedrohung simuliert, den Termin in Wahrheit geschwänzt, weil Sie Urlaub gemacht hätten auf Mallorca. Wie gesagt, das werfen Ihnen Parteifreunde vor. Haben die recht, Frau Weidel, haben die recht, dass Sie Öffentlichkeit und auch Ihre Partei getäuscht haben? Na gut, also der Spin, der wurde ja medial damit reingerührt. Fakt ist, dass vor 14 Tagen meine Wohnung mitsamt der Familie, wir haben zwei kleine Kinder, von einer Antiterroreinheit geräumt wurde und ich in eine sichere Umgebung verbracht wurde mit zwei kleinen Kindern. Sie können sich vorstellen, wie traumatisierend das gewesen ist. Ich habe mich dann entschlossen, in der letzten Sitzungswoche meine Verpflichtung als Abgeordnete im Deutschen Bundestag nachzukommen. Aber aufgrund der Traumatisierung unserer Kinder habe ich mich entschlossen, mit meiner Familie Abstand von diesen schrecklichen Ereignissen zu nehmen und das mit unseren Kindern aufzuarbeiten. Und nichts anderes wurde auch von meiner Seite aus kommuniziert. Okay, dann haben Sie das klargestellt und dann waren Sie aber sicherlich auch nicht zufrieden, dass Parteifreunde Ihrerseits erklärt hätten, Sie wären zu dem Zeitpunkt des abgesagten Termins in einem Safehouse, was ja, wie Sie einräumen, tatsächlich nicht stimmte. Das waren dann also Falschmeldungen aus der AfD. Das sind definitiv Falschmeldungen gewesen, das klären wir aber jetzt in der Folgezeit intern auf. Frau Weidel, nach diesem Wahlabend, der ja ein Erfolg für die AfD ist, bleiben Sie bei Ihren Plänen, einen AfD-Kanzlerkandidaten aufzustellen und stehen Sie dafür selbst zur Verfügung? Das entscheidet natürlich bei uns die Partei. Wir werden uns mit dieser Fragestellung nächstes Jahr beschäftigen, wenn es so ist, dass wir strukturell als zweitstärkste Kraft weit vor der Kanzlerpartei SPD weiterhin zum Liegen kommen. Dann ist es natürlich auch ganz klar, dass die Alternative für Deutschland, dass wir einen Führungsanspruch stellen werden. Damit verknüpft ist natürlich diese Fragestellung. Ich muss Ihnen aber auch ganz klar sagen, wir haben viele Leute, die qualifiziert sind,
um diesen Job zu machen. Das muss nicht ich sein, sondern wir werden uns intern damit beschäftigen, wer überhaupt dort antritt. Und dann werden wir die Mitglieder darüber entscheiden lassen. Und ich muss Ihnen vielleicht noch mal etwas noch mal dazu sagen. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich die ganzen politischen Verhältnisse in unserem Land auch bewegen. Ich denke mal, Ende des nächsten Jahres sehen wir deutlich klarer, wie wir diese Frage beantworten können. Das geht natürlich auch nur mit der Option einer realistischen Regierungsbeteiligung im Jahre 2025. Dann, darauf spielen Sie vermutlich an, gab es auch die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Für heute Abend vielen Dank nach Wiesbaden. Alice Weidel, die AfD-Bundesvorsitzende. Was ist denn in dem Interview auffällig? Bettina Schausten spricht von Parteifreunden, die Alice Weidel vorwerfen, sie hätte simuliert und sie hätte die Öffentlichkeit getäuscht. Es werden aber keine Namen genannt. Ich habe mich jetzt die letzten Tage sehr intensiv damit beschäftigt und ich habe nie von AfD-Originaltönen gehört, die Alice Weidel Täuschung oder Simulation vorgeworfen hätten. Das heißt, was sehen wir hier? Das ZDF nennt die Namen nicht und die Leute, die das sagen, sie stehen auch selbst nicht zu ihrer Aussage. Das heißt, sie haben es nicht getweetet, nicht bei Twitter oder sie sind damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sind damit aber ans ZDF gegangen anscheinend. Und das ist, ja, also das ist keine journalistische Arbeit. Im Grunde kann man das auch einfach erfinden, weil sie bringen ja gar keinen Nachweis. AfD-Parteifreunde, das kann jeder sein. Wenn man so eine Aussage macht, dann muss man zu seiner Aussage mit seinem Namen stehen. Weil das sind schwerwiegende Vorwürfe, Simulation und Täuschung. Und das ZDF müsste natürlich auch die Namen nennen. Also wenn das ZDF so einen Vorwurf macht, dann muss das ZDF den Namen nennen, wer das gesagt hat. Weil so wird natürlich verhindert, der Vorwurf wird in den Raum gestellt, aber es wird verhindert, dass auch gerade die AfD-Wähler wissen, wer das gesagt hat. Und das würde natürlich, wenn das Mandatsträger sind, würde das für die Wiederwahl eine große Rolle spielen. Das heißt, hier Leute, hier haben wir es mit Heckenschützen zu tun, die aus dem Hinterhalt feuern, die aber nicht dafür belangt werden können. Also das geht einfach nicht, dass man eine Aussage macht, also dass man jemanden beleidigt im Kern und man steht nicht mit seinem Namen dafür ein. Und das geht natürlich auch nicht, dass Medien sowas mitmachen. Also dass Medien Leute zitieren und dann die Namen nicht nennen. Wie gesagt, habe ich jetzt vorher noch nichts davon gehört und sehr wahrscheinlich wurde auch Alice Weidel überrumpelt. Alice Weidel hat wahrscheinlich auch gedacht, das war wahrscheinlich irgendwo im Internet, ich habe es noch nicht mitbekommen. Aber ich kann jetzt sagen, weil ich jetzt zufällig mich damit wirklich intensiv beschäftigt habe, ich habe jetzt ja schon 2 Videos dazu gemacht, das Internet durchsucht und mir ist bislang nichts aufgefallen. Aber Alice Weidel kann das natürlich nicht wissen und sie kann im Interview dementsprechend auch schwer anders reagieren. Der Trick ist, dass es der Öffentlichkeit, dass es auf Anhieb nicht auffällt. Sondern man denkt, ja, AfD, Parteifreunde, man hat es selber nicht genauso verfolgt, die werden das schon öffentlich gesagt haben. Also es wird suggeriert, das stände breit im Raum, die Leute hätten auch ihren Namen angegeben. Und dass hier gar keine Namen genannt werden und das in der Öffentlichkeit vorher überhaupt noch nicht präsent war, mit keinem Namen, das fällt den Leuten auf Anhieb gar nicht auf. Also jedenfalls den meisten nicht. Es ist ein Vorgehen aus meiner Sicht, das typisch ins Bild der Antifa passt. Es ist ein heimtückisches, aus meiner Sicht im Kern kriminelles Vorgehen. Und es ist ein Unterschied, ob das jetzt CIA-Mitarbeiter sind, die beispielsweise was zu Nord Stream sagen, die fürchten müssen, ihren Job zu verlieren, sondern hier geht es ja um eine Beleidigung gegen eine Person. Und da kann man nicht einfach anonym bleiben. Und das ZDF kann diese Leute nicht anonym lassen, wenn sie sowas sagen. Was war noch auffällig? Am Anfang, die erste Frage aus meiner Sicht, sie war ein bisschen so eine Provokation, jetzt zu überschwänglich zu sein an Alice Weidel. Jetzt haben wir gewonnen, jetzt sind wir ganz vorne. Aber zum Glück, anscheinend hat man das vorher abgesprochen, ist Alice Weidel auch hier nicht zu überschwänglich gewesen, sondern hat das klar eingeordnet, aber in nüchternem Tonfall, dass man stark gewonnen hat, aber man ist jetzt nicht völlig durchgedreht, in Anführungszeichen, dass jetzt kommen wir und so weiter und so fort, weil das natürlich in den Populismus-Frame reinspringen würde. Und zum Glück halten sie den Ball flach. Und aus meiner Sicht, das kommt sehr gut an. Es hat mir auch gefallen, dass Alice Weidel den Begriff Brandmauer explizit erwähnt hat. Und aus meiner Sicht, man hätte noch deutlicher machen können, was für ein diffamierender Begriff das ist. Also man macht eine Brandmauer gegen jemand. Weil natürlich, man gewöhnt sich an den Begriff Brandmauer. Aber was da mitschwingt, man nimmt das unterbewusst wahr, die Ausgrenzung. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man das
oberbewusst verarbeitet, ob man das wirklich gedanklich verarbeitet, was es heißt, gegen jemanden eine Brandmauer zu richten. Das heißt, die AfD ist sozusagen ein Brand. Also man setzt die AfD mit einer, ja, mit einer, ja, mit was Vernichtendem, Schlimmen, also mit etwas Dämonischem gleich, etwas Zerstörerischem. Ein Brand macht ja alles kaputt. Und sozusagen ist die AfD der Brand, der alles kaputt macht. Und das ist eigentlich eine unsägliche Entmenschlichung. Also dieser Begriff, das ist unsäglich und man könnte aus meiner Sicht deutlich mehr in den Mittelpunkt rücken, dass jeder, der diesen Begriff gegen eine Partei verwendet, dass er diese Leute, und zwar auch die Wähler, systematisch entmenschlicht. Und dass das natürlich auch keine Grundlage hat, wenn man das Parteiprogramm anguckt. Und das ist das, worauf man sich beziehen muss am Ende, das Parteiprogramm. Weil dem Parteiprogramm haben die Mitglieder, die Funktionsträger alle zugestimmt. Das heißt, jeder, der in die AfD eintritt, der liest das Parteiprogramm und stimmt dem Parteiprogramm zu. Und wenn man jetzt sagt, die AfD ist eine Naturkatastrophe, dann ist man begründungspflichtig anhand des Parteiprogramms. Und was wird hier gemacht? Es wird, also dieser Begriff wird benutzt, die AfD wird mit einem Brand gleichgesetzt, ohne dass man irgendeinen Nachweis erbringt. Und das könnte man aus meiner Sicht ganz stark in den Mittelpunkt rücken. Es ist ja auch so bei Anne Will, man denkt ja, das kann gar nicht funktionieren, aber auch hier, die AfD wurde nicht eingeladen, wobei es natürlich zunehmend lächerlich wird, aber trotzdem, denke ich, funktioniert es ja, die AfD ist so schlimm, das sind Dämonen und wir müssen jetzt zusammenhalten gegen die Dämonen. Und das ist ganz ernst. Und aus meiner Sicht kann man gar nicht oft genug das zurückweisen und auch betonen, wie diffamierend das ist. Und man nicht, weil vor allem selbst ist natürlich selbstverständlich, ist das Quatsch. Und man muss sich dann aus meiner Sicht reinversetzen in die Leute, die das tagtäglich um die Ohren geschlagen bekommen, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Also es ist für die Allgemeinheit nicht selbstverständlich, dass die AfD nicht dämonisch ist, wo man selbst denkt, das ist ja vollkommen verrückt. Aber tatsächlich, man muss das so, denke ich, didaktisch, pädagogisch sehen, muss man immer wieder sich in den Geisteszustand der Leute hineinversetzen, die dieser Propaganda tagtäglich ausgesetzt sind und da ansetzen und immer wieder sagen, dass das zurückweisen. Ganz klar machen, auch wenn es für einen selber es einem unsinnig vorkommt, das zu betonen, nein, wir weisen das zurück, wir sind nicht rechtsextrem. Das ist unausgewogen, das ist uns unzutreffend. Die Begründung dazu ist unausgewogen, unzutreffend. Es geht hier um eine perfide Ausgrenzung, um tatsächlich die Position der AfD zu verhindern, heimlich. Die Leute davon abzuhalten, diesen Positionen ein Mandat zu geben. Am Ende kam noch die Frage zu der Kanzlerkandidatur. Und aus meiner Sicht, das hat Alleswald ja schon öfters gemacht, aus meiner Sicht ist das auch wirklich perfekt gelöst, indem man sagt, die Mitglieder entscheiden und es gibt viele gute Leute, die das machen können. Es ist auch aus meiner Sicht vollkommen richtig, einen Kanzlerkandidaten natürlich zu stellen und auch Führungsanspruch zu erheben, wodurch man zeigt, man ist keine Protestpartei, sondern man will gestalten. Man hat hier ein Programm, man hat hier ein ausgefeiltes Programm. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.